Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Kirofotz. So, wir spielen wieder eine entspannte Runde Chaluppi. Ja, das schlafen. Okay, ja, warum redet er mich jetzt dadurch an? Okay, wir haben ein paar Geldprobleme, 99 Euro nur noch. Wir müssen jetzt gucken, wie wir damit hier durchkommen. Bist du direkt im Auto? Hallo? Was geht jetzt ab? Sonst im Auto gibt es jetzt, glaube ich. Ja, das ist. Das ist das Problem im Moment. Naja, wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren von M. Tavona nach Türkei. Was machen wir jetzt? Natürlich das. Sonniges Wetter, perfekt. Nein. Starten. Wir werden heute. Steuerung. Warte mal, kann es sein, dass das heute die letzte Folge ist? Lol. Die Möglichkeit ist natürlich da. Und Wein habe ich dabei, aber Wein ist erlaubt. Haben jetzt zwei Leute zu mir Papiere, bitte gesagt? Schauen wir mal. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Nicht? Okay. Und weiter geht's. Mit unserem etwas, sagen wir mal, kleinem, schrottigen Auto. Naja. Ich meine, es sind ein paar Probleme drin. Ich hab's jetzt repariert. Das größte, wir sehen jetzt halt, sehen das jetzt halt den ganzen Part. Es wird jetzt so, damit sie halt bald rot werden, also auf null. Aber da können wir jetzt nichts dafür. Wir müssen durch. Das ist jetzt wurscht. Tank ist auch voll gefüllt hinten alles. Wir haben nur 99 Euro. Das reicht eigentlich für ein bisschen, ja. Im Hintergrund rendert gerade das andere Video, also falls es eventuell zu etwas kleineren Lags kommen sollte, dann wisst ihr woran. Ich kann es nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Jetzt ist noch Reifen. Die Türkei nach Jahren, okay. Ist auch cool. Und das erste Mal, und es ist eine Premiere, dass ich zur Türkei jetzt komme. Weil davor habe ich es nie geschafft. Mit dem Motor, mit allem drum und dran, habe ich es endlich geschafft. Also, das ist wieder Straßen entlang zu reisen, ja. Das ist doch kein Problem, Onkel Lüfti. Ist doch kein Problem. Das ist unseren 8132 Kilometern. Immer weiter geht der Taronuf. Das hier, das Rad jetzt ein Problem hat, ist blöd. Das heißt, es werden wieder 20 Dinger Euro fehlen. Aber wir müssen das halt durchziehen. Da ist ein Frack. Da ist ein Frack und ich bin auf der falschen. Jo, hier. Yeah. Also wenn das mich. Wenn es etwas gibt, was mich jetzt ankotzt, dann ist es das. Oh Mann, egal. Hallo, warum links jetzt auf die Seite? Okay. Nicht. Doch, das ist die letzte Soul-Story-Mission. Mir fällt jetzt nichts ein, was noch kommt dazu. Komisch. Naja, ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Schnell nach Istanbul, 210 Kilometer. Schön sonnig, normale Piste. 140 Kilometer. Das müsste jetzt eigentlich sogar ein ganz schneller Part sein. Gestern ist ja ein Riesenpart rausgekommen. 41 Minuten. Sprühfarbe anstrengende Leica rausgekommen. Ja, warum sollte ich das Ding jetzt ansprühen? Ich lasse es eigentlich immer schön in dem alten Look. Da ist ein Päckchen. Das könnte unser Leben retten. Endlich darf ich das auch mal machen. Ich will mal wissen, unsere. Spritverbrauch durch die Teile darf ja gar nicht so groß sein.
Ist ja gar nicht mal. Das ist jetzt schon wieder auf Null. Das ist auch auf Null. Das ist auch auf Null. Jetzt ist aber langsam hier ein Moment erreicht, wo ich jetzt nicht weiß, ob er noch anspringt. Bitte. Hä? Okay. Ach, bitte sei irgendwas drin, wie Wein oder so. Leute. Ey. Junge, hört ihr mal damit auf. Scheiß Autofahrer. Du mit deinem blöden, rollsten Karren. Ich fahr ja schon los. Meine hat viel mehr gekostet als eure, ey. Ah, zum Glück blinkt das dann so auf. Gut. Dann geht's weiter. In unserem schönen Dubbingen. Und im Hintergrund sehen wir Onkel Lüfti und einen Autofahrer, der wohl gar keinen Bock mehr hat. Wir sind nicht gleich da. Da hinten kommt der nächste Shit. Ist das echt so eine schnelle Folge? Lull. 70? Okay. Oder sind wir so schnell? Ich habe keine Ahnung. Nee, dann wäre es ein Ausgleich zu gestern. Ich glaube, Rot ist mein Lieblingsfarbe, aber du kannst Farben mischen, um fast jede Schattierung, die du möchtest, zu machen, ja? Fangen wir deine Grundfarbe an, dann nimmst du eine andere Dose und fügst Farben zu, indem du Grundfarbe mischen. So kannst du so eine Farbe erhalten. Ich werde das Auto nicht umfärben. Warum sollte ich das? Da hinten ist schon ist. Oh oh. Oh nein. Jetzt ist es rot. Jetzt ist jetzt gar nichts mehr am Experimentieren hier. Istanbul. Die Stadt, die über zwei Kontinente gebaut wurde. Und das muss die neue Brücke sein. Wie wunderbar, wir können direkt zur asiatischen Seite fahren ohne Fähre. Okay. Ja, unser Motor hat jetzt einen kompletten Schaden, das ganze Teil. Wir haben ordentlich Geld in das Teil investiert. Es wird jetzt hier noch eine Folge geben, wie wir einfach fahren. Ah doch, da hinten sind die zwei. Hallo. Gut. Wollte jetzt aber nicht machen. Bisschen hier Luft schnuppern. Das Coole ist halt, du kannst halt hier wirklich alles bewegen. Eigentlich sollte man. Ja, doch, so. Warte, was? Da ist es nicht richtig. Okay. Ne, von dir bin ich keine Luft einatmen. Tschüss. Jo, was ist denn? Der Motor hat ein richtiges Problem. Wir können nur auf. Steigert er? Ja, doch, er steigert gerade. Tank ist in Ordnung. Du lässt uns alle in Ruhe. Oh, ja, hallo. Wir haben ordentliches Problem, um es so zu sagen. Aber wir haben eine Reise gemacht. Wir haben das durchgezogen. Ich habe jeden Tag das gebracht, jo. Es ist echt irgendwie cool, dass ich das mal selber erleben darf, wie das zu Ende kommt. Was ich seit, ich weiß nicht seit wie lange ich versuche, nach zur Türkei zu kommen. Und jetzt schaffe ich es. Das ist echt krass. Krass oder fresh. Jupp, jetzt ist es noch ein anderes Rad geworden. Ich wollte gerade sagen, was piepst denn da schon wieder rum? Öl haben wir auch im Tank, was fehlt. Ich glaube schon die ganze Zeit, wenn ich es so richtig gesehen habe. So, jetzt fahren wir über den Berg und haben jetzt holen uns den Schwung. Kommt schon. Ja, ein bisschen.
Irgendwo hier wird dann Istanbul liegen. Ich. I love it. Was ist das? Ach, okay, wir müssen abbiegen. Ist ja irgendwie klar, dass immer abgebogen werden muss. Ist komisch, weil es dann so rausgefallen, so schlimm. Ein bisschen lüften oder was? Ja, halt an die Motorhaube ist locker. Egal. Da ist das. Istanbul. Aber bevor wir da sind, sollte ich das, was ich gemacht habe, vielleicht. Jo, Alter, was machst du? Ja, mal. So, weiter geht's. Was müssen wir jetzt fahren? Oben oder unten? Ich fahr jetzt einfach mal unten. Das ist ein bisschen blöd hier. Wo ist jetzt was? Ach, da. Das Leica, das. Da hinten ist das Motel. Wie kommen wir jetzt da hinten hin? Geht da irgendeine Einfahrt? Ja, da sogar. Das ist. Ich check dich schnell ein, mach das schnell und dann gehe ich raus und mach das schnell. 40 Flocken, ich krieg die Krise. Gut. Dann gehe ich diesen Wein verkaufen, Auto versuchen. Hier. 45. Dankeschön. Lüfti, bist du drin? Lüfti. Onkel Lüfti. Onkel Lüfti. Was ist mit dir los? Junge, jetzt. Boah, bist du wahnsinnig, Alter. Lass doch das Auto in Ruhe. Geh schon mal rein und check ein. Ich geh hoch und. Rede mal mit ein paar Leuten hier. Wieder dieses tolle Bild, was uns seit ein paar Tagen begegnet. Ho. Lol. Ich krieg einfach Geld. Wie jeder von euch? Ach komm schon. Okay. Und ich habe ein bisschen Geld gemacht. Mit dem Wein, wenn der gut kostet, dann mache ich noch mehr. Achso, stimmt, ich wollte Wein verkaufen. Mutter ist noch an, okay. Sieht nicht schlecht aus. Junge, das kann doch nicht wahr sein. Warum mache ich denn den Motor? So, jetzt muss ich aber wieder was investieren. So, und zwar das wollte ich ja machen. Und dann ist in der Nähe noch so ein kleines Zeug. Also ich muss sagen, es ist ja ein bisschen pingelig, aber die Tür nervt mich ein bisschen. Innerlich schön grün, aber auch, dann siehst du diesen roten Ding. Ah. So. Dann fahren wir mal weiter. Und Lüft die. Da pennt schon mal. Was war das? Das war Leica. Genau, das war der
Store, da vorne müsste irgendwo dann das andere stehen. Da genau. Genau. Perfekt. Hä? Okay, lustig. Junge, du bist nicht, du bist im Motel. Ich hab dich doch gerade eingecheckt. Du bist nicht da. Junge, wollt ihr mich alle denn verarschen? Dann lass uns erstmal tanken. Dann, wie viel zahle ich denn jetzt schon? 13, 14, 10. Okay, 18 schon mal jetzt. Dann zwei Kids. Wie viel kostet der Wein? 21. Habe ich überhaupt. Hallo? Habe ich überhaupt Plus gemacht, ist jetzt die Frage. Ich will das andere Wein. Wein. Dann die zwei Weine. Die zwei Weine. Dann gucken. 1,09. Dann verkaufen sie den für 32. Medizin für 15. Brauche ich wirklich zwei Motorreparatursätze? Okay, ist gar nicht mal so teuer. Wie war der jetzt eigentlich? 15 Reifen, Straßenreifen, das sind natürlich die Special-Dinger. Regenreifen jucken mich ja eh nicht, das andere eigentlich auch nicht. Dann kommen noch die anderen Dinger und dann zahle ich fast sogar nichts für die Instandsetzung des Autos. Textil, ja, fiebst doch weiter rum, ey, mein Gott, ist da noch was? Da ist noch was. Textilien. Jetzt ist da aber, glaube ich, nichts mehr, nein. Gehen wir nach und lassen das auch noch. Dann gehe ich pennen. Und dann will ich wissen. Ich habe gerade gedacht so. Alter. Hallo. Oh. So Transaktion fehlschlagend. Dann los. Nee, aber... Ich glaube, ich nehme dann den Morgen auch noch auf, weil ich will wissen, was dann passiert. Weil es muss ja weitergehen und wir sind ja eigentlich schon am Ende von der Geschichte, aber es muss ja irgendwas noch sein. Ich meine, dazu noch eine extra Folge, ist ein bisschen blöd vielleicht. 191? Wo habe ich die 191? Ich habe keine Ahnung. Ja, 15% Motorverschleißrate. Dann das. Dann das. Und dann das. Und schon geht's im Motor viel besser. Jetzt gehen wir hin. Fahren zum Motel. Lass das Auto stehen, die zwei Reifen ist klar. Meckert er noch? Wegen dem Öl, gell? Natürlich wegen dem Öl. Aber sonst geht's ihm gut. Jetzt müssen wir, glaube ich. Bis bin ich dann. Welche Richtung fahren wir jetzt eigentlich richtig? In die? Ich habe keine Ahnung. Ne, in die andere Richtung. Da hinten ist doch Leica gewesen, wenn ich es richtig weiß. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich richtig lieg. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Doch, da ist Leica. Das ist in die richtige Richtung, gut. Zum ersten Mal hier Radio, gell? Ein bisschen Musik hier.
Das heißt auch wieder. Nein! Wir sind vom Motel. Oh, jetzt merkt aber das Spiel, er ist ja gar nicht im Auto, ja, okay. Weil der Typ ist. Jo, ich krieg die Krise ja gut. Ich nehme das Aufwachen mit drauf. Es macht am meisten Sinn. Ich wüsste nicht, wo man es sonst. Ja, wir sind hier drin. Er liegt drin. Er ist so gelüftig. Was ist los? Okay, dann gehen wir pennen. Will ich wissen, was jetzt passiert. Und so pennen wir ein. Tag 13, Istanbul. Und wir hören es piepen im Hintergrund vom Auto. Wir sind aufgewacht. Es piepst immer noch. Schön, okay. Es hat sich nichts geändert. Dann gehen wir zum Trabi. Hä? Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler. Aber... Onkel Lüfti ist weg? Fragezeichen. Und okay, gucken wir mal, was da steht. Muss ja irgendwas geschrieben haben. Ich schreibe dir, um dir über ein Ableben von Hasan zu informieren. Ich lege die Hoffnung, dass jetzt schon diese schreckliche Mauer gefallen ist. Meine Briefe dich vielleicht erreichen, falls sie das tun möchte. Ich dir Hasans Asche schicken. Du meinst, ja, genau, das weiß ich doch. Hamak. Was soll das mit Asche? Bus und Lüfti. Onkel Lüfti ist weg. Also, ich beende damit die Folge, beziehungsweise Chalupi, die Story-Geschichte. Vielleicht werden wir nochmal, wir werden den sicher nochmal fahren. Onkel Lüfti ist einfach weg. Keine Ahnung, was los ist. Keine Ahnung, was das soll. Das ist ein Fehler. Warum auch immer. Ich einfach irgendwas hier durchhack. Trotz all dem hoffe ich natürlich, euch hat der Part. Ich meine die ganze Serie gefallen. Liked, abonniert, kommentiert. Mir hat das sau Spaß gemacht. Ich werde hundertprozentig noch irgendwas davon bringen. Wir werden Onkel Lüfti nochmal sehen. Wir werden. Das will ich gerade mal sehen, kurz. Weil eigentlich müsste ja noch hier was drin sein, oder? Zurückkehren. Aha. Ah, Statistik. Höchstgeschwindigkeit. Verwendete Reparatursätze. Gewinn in Deutschland. Gewinn in Sessa. Gewinn hier. Gewinn, Gewinn. Und dann. Hier die ganzen Briefmarken. Wir werden zurückfahren. Okay, dann gibt's noch mehr Folgen. Wir fahren zurück nach Dresden. Naja. Ist das? Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich ist es das Kabel von dem digitalen Teil. Ach, okay. Naja, also, ich beende hier die Folge. Tschüss.